O, sehet die Verführung der Erdbewohner. Das Bild des Tieres mit der Schwertwunde aller politischen Gerechtigkeit ist nun vollkommen lebendig. Die Menschen wurden genötigt, mit ihrem Blut dieses Bild aufzurichten. Und nun prangt es und redet und gebietet, tötet und wird angebetet von allen Würmern und Speicherleckern, die darum Gelehrte und Journalisten betitelt werden, und noch von einer Unzahl Schmeißfliegen, die von allem etwas haben müssen, um dadurch, ohne zu arbeiten, etwas zu verdienen. Es wage aber nun jemand, dieses Tier nicht anzubeten, so wird er gar bald wahrnehmen, wie viel es weltlich für ihn geschlagen hat. Also wenn wir jetzt das nochmal anschauen hier, das sind dann die Gelehrten, die heißen heutzutage nennt man die Experten. Ihr findet ja jeden Tag in allen Zeitungen und überall findet ihr sogenannte Expertenmeinungen. Und diese sogenannten Experten, die widersprechen sich ständig und es gibt da überhaupt keine allgemeingültige Wahrheit. Dann gibt es die Journalisten, die natürlich auch noch ihre Meinung dazu geben, die natürlich aber gar keine Ahnung haben, weder vom Tuten noch vom Blasen. Unser meister Mensch einfach nicht, was er tun soll. Darum, wenn man diese Szenen sieht, die Massenplünderung, nicht Plünderungen, die Masseneinkäufe der Menschen, das ist schon unglaublich, aber das ist auch nicht verwunderlich, weil sie haben eigentlich keine richtige Richtschnur. Das wurde alles zertrümmert und vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde alles zertrümmert, was aufgerichtet wurde über die Jahrhunderte. Jetzt, ich persönlich kann mich nicht erinnern, wir haben früher, als wir jung waren, haben wir Bekannte gehabt, die waren in ärmlichen Verhältnissen in Deutschland, in der Pfalz, die haben wir ab und zu besucht. Das waren, für Schweizer Verhältnisse waren das sehr ärmliche Verhältnisse und ich als junger Bub, ich weiß noch ganz genau, ich habe mich da eigentlich nicht so wohl gefühlt. Das heißt, es ist für uns schwierig, den für uns jetzt bekannten Zustand uns wieder abzugewöhnen, zurück zu einer gewissen Einfachheit zu gehen. Und wenn man jetzt schaut hier, was gäbe es denn oder was gäbe es denn für Alternativen oder gab es denn mal eine Zeit ohne Industrialisierung, die es lebenswert war, darin zu leben? Dann haben wir hier, das könnt ihr selber recherchieren bitte, das ist das goldene Mittelalter von ca. 1150 bis 1450. Da gab es ein sogenanntes fließendes Geld. Und da war ein Schwundgeld, das wurde von dem Erzbischof von Magdeburg wurde das eingeführt. Und das wurde aber dann nach 1450, wurde der Zinsgroschen durch die Fugger wurde die eingeführt. Und dann brach das ganze System, der ganze Wohlstand, den sich die Menschen da über 3-4 Jahrhunderte aufgebaut hatten, brach völlig in sich zusammen, weil man diesem Zins nachrennen musste. Und lest euch das bitte mal in Ruhe durch. Ihr könnt hier den neuesgeld.net, ihr könnt euch da selber mal informieren. Das ist sehr, sehr interessant, das zu lesen, weil die Menschen hatten extrem viel Freizeit, haben alles selber gemacht und die ganzen Kathedralen, die gotischen, diese wunderschönen Bauwerke, die wurden alle zu dieser Zeit gebaut. Und wie man dann zum Beispiel Notre Dame sieht, einige wurden nicht fertiggestellt, weil dann das Geld fehlte. Also Notre Dame fehlen ja die zwei Türme, auf den der Abschluss fehlt, auf den Türmen links und rechts. Und das ist der Grund, es darin zu sehen, dass sich dieses System verändert hatte. Wir können dieses Thema müssen wir unbedingt noch weiter behandeln, aber wir gehen jetzt auf einen anderen Weg. Und zwar dieser Weg heißt die moralische Konsequenz des Lebens. Und ich möchte euch hier ein Buch näher bringen. Ob man das noch findet, weiß ich nicht. Das Buch heißt Das Buch der Lebensverdienste, ist durch Hildegard von Bingen geschrieben worden. Und das Interessante an diesem Buch ist, dass hier 35 Laster und 35 Lebensverdienste, Tugenden, werden hier gegenübergestellt. Und wenn man sich diese Laster anschaut oder diese Tugenden, dann wird man sehen, dass die heutige Zeit alles genau falsch macht. Sie lehrt Dinge, die vom Himmel aus, vom Schöpfer betrachtet, eine Sünde sind, also eine Unordnung
gegenüber dem Schöpfungsgesetz. Wir haben zum Beispiel hier die Schamhaftigkeit, das ist fast völlig verpönt. Also wir haben hier heutzutage, das ist eigentlich zur Norm, ja, ich bin ja auch so, wir sind halb nackt, laufen wir rum und die Frauen ohnehin und dann suhlt man sich, nein, wie sagt man, nicht suhlen, man legt sich an die Sonne im Bikini, halb nackt oder fast nackt und wundert sich dann, wenn unlautere Begierden, die dann eben hier der Enthaltsamkeit entgegenstehen, wenn die im Menschen, in den Männern hauptsächlich erweckt werden. Dann haben wir natürlich durch die extreme Verbreitung des Internets haben wir natürlich eine unglaubliche Zunahme an Maßlosigkeit in allen Dingen. Wir haben eine unglaubliche Zunahme an Geilheit, an läppischer Lustigkeit hier zum Beispiel. Da wäre das Gegenüber, wäre stöhnen und seufzen zu Gott, das wäre dann umzusetzen in eine gewisse Ernsthaftigkeit des Lebens. Läppische Lustigkeit, da fallen all die Komiker und sonstigen Scherzbolde rein, die es ja heute fast schon wie Sand am Meer gibt. Dann haben wir die Schlemmerei, das haben wir schon in den anderen Videos besprochen. Immer wieder neue Leckereien, die dann wieder zu unzähligen Krankheiten führen. Dann haben wir die Verbitterung der Menschen, das ist auch sehr schwierig. Gleich darunter kommt die Gottlosigkeit, die Verbitterung, die führt dann natürlich zu Depressionen. Das ist ein Massenphänomen in den USA, in der westlichen Welt, aber auch in Japan. Und da ist natürlich immer die Gottlosigkeit im Spiel. Jetzt für all diese moralischen Fehler gibt es dann aber auch Heilmittel auf seelisch-geistiger Ebene. Und die wollen wir uns mal kurz anschauen. So können wir hier zum Beispiel lesen, was wir eigentlich täglich an Fernsehen und im Kino und in den Zeitungen lesen können, dass der Teufel oder seine Dämonen versuchen werden, ich werde das Aussehen des Abbildes Gottes in Unflätigkeit verwickeln, was Gott sehr lästig fällt. Und so werde ich alle verderben. Ich bin nämlich ruhmreich und erhaben, und alles, was erlaubt ist, ziehe ich durch die eingegossene Naturanlage, die mir angeboren ist, an mich. Warum sollte ich mich enthalten? Und warum würde ich die Aufgabe eines verschwenderischen, breiten Lebens und einer tänzelnden Gesinnung von mir abschneiden? Also warum sollte ich